Die St. Pöltnerin Nina Messinger hat sich einen Traum erfüllt. Sie hat einen Dokumentarfilm über gesunde Ernährung produziert und ist dabei rund um den Globus geflogen, um echte Kapazunder wie etwa die UN-Friedensbotschafterin Jane Goodall zu interviewen. Nun hat sie mit ihrem Erstlingswerk Hope for All den Sprung ins Kino geschafft. 3,5 Jahre hat die St. Pöltnerin Nina Messinger gebraucht, um ihr Filmprojekt zu realisieren. 2010 hat die heute 35-Jährige gerade ein Buch über gesunde pflanzliche Ernährung geschrieben, als ihr der Gedanke kam. Da war das erste Mal diese Idee da. Und zwar die Idee von einem Film, der das Thema aus den verschiedensten Blickwinkeln betrachtet, so eine Art Aufklärungsfilm. Meine wichtigste Botschaft an Sie alle lautet: Sie können etwas bewirken, jeder Einzelne von Ihnen. Meine gesundheitlichen Probleme begannen vor ungefähr 20 Jahren. Herzerkrankungen, Krebs, Diabetes, Fettleibigkeit. Es ist wie ein Tsunami. Für die Realisierung des Films ist Messinger rund um den Globus gereist und hat unterschiedliche Fachleute zum Thema Ernährung interviewt. Also ich bin natürlich unendlich dankbar, dass Expertinnen wie Jane Goodall in meinem Film mitwirken. Also sie war für mich immer ein ganz großes Vorbild und so war es einfach eine wunderbare Erfahrung, sie interviewen zu dürfen, sie persönlich kennenlernen zu dürfen. Auch Paul McCartney hat der St. Pöltnerin zum Film gratuliert und ihr eine Widmung geschickt. Für Nina Messinger ist es aber die Botschaft, die zählt. Die St. Pöltnerin hat die globalen Ernährungsgewohnheiten und deren Auswirkungen im Film durchleuchtet. Seit 1950 hat sich der Fleischkonsum weltweit verfünffacht. Das heißt, wir produzieren immer mehr tierische Produkte, immer mehr Fleisch, auch immer mehr Milch. Und das hat aber wirklich verheerende Folgen. Folgen, die unsere Gesundheit betreffen, Folgen, die unsere Umwelt betreffen, Folgen, die auch die Tiere betreffen. Im Cinema Paradiso in St. Pölten war vor kurzem Österreich-Premiere für den Dokumentarfilm Hope for All. Heute, am Welttierschutztag, wird der Dokumentarfilm noch einmal in zahlreichen Kinos in ganz Österreich gezeigt.